Xbox One und PlayStation 4 sind beide endlich fertig und kommen auf den Markt. Wir haben beide Konsolen hier, beide in der Debug-Variante, heißt also Vorab-Konsolen für Entwickler und Presse. Aber nichtsdestotrotz sind die, was so die Äußerlichkeiten angeht und auch was die Anschlüsse angeht, schon final. Und wir vergleichen jetzt mal kurz hier, was gibt es so bei Xbox One, was gibt es bei PlayStation 4 für Besonderheiten, wie sieht das Ganze eigentlich von außen so aus? Was man natürlich sofort erkennt, PS4 und Xbox One. Eine ist deutlich kleiner, nämlich die PlayStation 4. Die ganzen Ausmaße sind etwas kleiner als bei der Xbox. Und auch in Sachen Verarbeitung ist das alles ein bisschen unterschiedlich. Beide haben hier so ein bisschen Klavierlack obendrauf, aber letztendlich sind sie schon sehr plastiklastig, würde ich mal so sagen. Also es ist nicht ganz so robust, wie man sich das gewünscht hätte vorher. Dafür wird es in Sachen Gewicht auch noch größere Unterschiede geben. Und das zeige ich mal ganz kurz, weil wir wiegen jetzt mal ab, welche der Konsolen schwerer ist. PlayStation 4 fühlt sich ganz ordentlich, aber jetzt auch nicht übermäßig schwer an. Mal schauen. Sind knapp 2,8 Kilogramm. Das ist, finde ich, okay. Da wiegt eine Kiste Bier schon mal deutlich mehr. Xbox One. Oh, ja. 3,5 Kilogramm, also knapp 800 Gramm schwerer als die PS4. In dem Fall also, was Ausmaße und was Gewicht angeht, ist die PS4 schon die bisschen praktischere Konsole. Viel wichtiger als die Ausmaße und das Gewicht der Konsolen sind natürlich die Anschlüsse und auch die Knöpfe, die an der Kiste dran sind. Bei der PlayStation 4 sehr erstaunlich und sehr unauffällig hier. Das sind die beiden Knöpfe, jeweils für Disk auswerfen und für die Konsole an- und ausschalten. Außerdem gibt es eben hier zwei USB-Anschlüsse, Front und an der Seite hier auch versenkt und kaum zu sehen, ist ein Slot-in-Laufwerk, wo man die Disks eben reinschiebt, die werden automatisch eingezogen. Bei der Xbox One verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Da sieht man erstmal vorne keinerlei Anschlüsse, stattdessen den Einschaltknopf, dann hier den Öffnerknopf für das Laufwerk, das ist auch wieder ein Slot-in und hier an der Seite geht noch so ein Knopf weiter, da muss man ein bisschen weiter drehen und sieht dann hier, dass da der Verbindungsknopf für die Controller ist, kannte man auch bei der Xbox 360, drückt man einmal länger drauf und am Controller gleichzeitig, dann verbindet sich die Konsole mit dem Controller und weiß, wo der ist. Und hier nebendran noch ist noch so ein USB-Anschluss an der Seite, falls man eben was mit USB vorne anschließen möchte. Deutlich mehr Anschlüsse gibt es auf der Rückseite der Xbox One. Ich drehe sie dafür gerade mal um, damit man sieht, was da so alles da ist. So. Hier geht's los. Da wird das Netzteil der Xbox angeschlossen. Ist wieder mal ein Microsoft-eigenes, also passt nicht einfach jeder Stecker dran. Das Netzteil ist auch ein ganz schöner Prügel. Nebendran HDMI-Out. Ganz einfach, steht auch schon da. To TV heißt Fernseher hier anschließen. Daneben, für die, die es noch haben und brauchen, optisch-Digitalausgang für 5.1 Sound, der nicht über HDMI geht. Daneben, sehr spannend, das hat auch nur die Xbox One, HDMI-In. Das heißt, man kann hier zum Beispiel einen SAT-Receiver oder eben witzigerweise auch die PlayStation 4 anschließen und hat dann eben die Möglichkeit, während des Spielens so ein zweites Bild anzudocken und zum Beispiel Fernsehen zu gucken über den SAT-Receiver oder eben PlayStation 4-Spiele zu spielen. Daneben zwei USB-Anschlüsse, ganz klassisch. Hier sieht man auch schon am Icon drüber, ist der Anschluss für die Kinect-Kamera, die übrigens nicht angeschlossen sein muss, sondern nur kann, damit man die Xbox startet. Daneben ein sehr spannender Anschluss, IR-Out, das kennt man so erstmal nicht von Konsolen. Das bedeutet, man kann Kinect auch als Fernbedienung für seine üblichen Geräte, wie jetzt zum Beispiel den Fernseher oder den AV-Receiver benutzen. Und da kann man dann eben so Codes eingeben, diese typischen IR-Codes, die man von Fernbedienungen kennt. Und wenn eben die Kinect-Kamera keine direkte Infrarotverbindung zum Receiver zum Beispiel hat, weil der in einem TV-Rack steht, kann man das auch über dieses Kabel hier lösen und dann zum Beispiel eben Kinect sagen, TV lauter, TV leiser und dann wird eben der Fernseher lauter oder leiser gemacht, je nachdem, was man gerade möchte. Und ganz daneben noch, auch ganz klassisch, ein normaler Netzwerkstecker, falls man eben kein WLAN zu Hause hat. Die PlayStation 4 hat auf der Rückseite ein bisschen weniger Anschlüsse als die Xbox One. Und zwar geht es aber auch da wieder los mit dem typischen Stromstecker. Der ist bei Sony aber ein ganz normales, hier so zweipoliges, kennt man sogar noch von früher, vom Kassettenrekorder oder so. Da gibt es auch kein externes Netzteil. Ist also sehr praktisch und finde ich auch sehr fair dem Benutzer gegenüber, weil man einfach ein anderes Kabel kaufen kann, wenn das andere verreckt ist. Daneben auch hier optisch-Digitalausgang, eben für die AV-Anlage. Daneben HDMI-Out, Fernseher dran anschließen. Der Netzwerkstecker ganz normal, falls man kein WLAN hat. Und hier noch AUX heißt das Ding, das ist für die PlayStation-Kamera.
Auch die Controller der beiden Konsolen haben sich deutlich weiterentwickelt im Gegensatz zu ihren Vorgängern, sind aber natürlich nur Upgrade-Varianten dessen, was man bereits kannte. Hier DualShock 4 Controller, daneben der Xbox One Controller. Sehen beide, finde ich, gleich cool eigentlich aus, schwarz und einfach gehalten. Und dann gibt es eben noch logischerweise nur bei der Xbox One Kinect die Kamera, die eben bei jeder Konsole dabei ist, im Gegensatz zur PlayStation-Kamera, die man getrennt kaufen muss. Nochmals dazu, Kinect kann man benutzen, muss man nicht. Es ist also keine Pflicht, ist aber natürlich schon ganz cool, wenn man vorm Fernseher einfach mit Sprach- und Gestenbefehlen irgendwas steuern kann. Wie gut das letztendlich auf Dauer funktioniert, muss ich erstmal zeigen, weil vorher war Kinect nicht so geil bei der Xbox 360. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Controller, weil da gibt es auch schon viele spannende Neuerungen zu sehen. Die auffälligste Neuerung bei der PlayStation 4 sieht man sofort hier zentral, das ist das neue Touchpad, heißt also berührungsempfindlich. Man kann also in manchen Spielen, wenn die Entwickler das unterstützen, zum Beispiel in einem Menü hin und her scrollen, das erinnert so ein bisschen an die Apple Magic Maus, die es gibt. Muss ich aber auch eben noch erstmal zeigen, wie sehr und wie gut das eingesetzt wird. Daneben Share und Options, das sind so letztendlich Start und Select von früher. Options selbsterklärend, Optionen und so weiter, Menüs öffnen. Der Share-Button ist eben ganz wichtig für Sony, weil das eben der Knopf ist, der diese ganzen Videos hochladen, Videos aufnehmen von dem, was ich spiele und so weiter steuert. Ansonsten Digi-Kreuz nach wie vor richtig gut, schön fest. Da war Sony schon immer ein bisschen voraus, Microsoft. Dann die üblichen Aktionstasten, zwei Analog-Sticks. Die sind jetzt ein bisschen straffer als beim Vorgänger, was auch viele sich gewünscht haben, vor allem für Ego-Shooter. Und in der Mitte natürlich der typische PlayStation-Button, der einen zum Beispiel eben ins PSN zurückbringt oder eben diese Pop-Up-Menüs öffnet, wo man dann zum Beispiel Optionen und so weiter von der Konsole während dem Spielen ändert. Auf der Rückseite wiederum sieht man auch eine wichtige Neuerung, das ist diese Lichtleiste hier in der Mitte. Die leuchtet in verschiedenen Farben, je nachdem, je nach Spiel. Kann zum Beispiel auch anzeigen, ob man noch Lebensenergie hat, das ist aber eher ein Gimmick. Eigentlich ist dafür da, dass die PlayStation-Kamera, die man optional kaufen kann, erkennt, wo im Raum sich der Controller gerade befindet durch dieses Licht. Außerdem nebendran hier wieder ein USB-Mini-Anschluss. Das ist zum Aufladen des eingebauten Akkus, das ist ganz wichtig. Sony hat wieder einen eingebauten Akku, der hält auch wieder ziemlich lang. Das machen die richtig cool. Und ansonsten gibt es hier noch die typischen Schultertasten, die auch wieder sehr ergonomisch und sehr cool sind, besser als beim Vorgängermodell, also R1, R2, L1 und L2. Bisschen anders verhält sich's beim Xbox One Controller, der sieht von vorne erstmal bis auf das optische Design ziemlich gleich aus wie sein Vorgänger. Ist er letztendlich auch. Diese beiden Tasten hier sind anders bemalt, würde ich jetzt mal sagen, mit so Icons, sind aber eigentlich Select und Start mehr oder weniger, also für Menüs und solche Geschichten. Es gibt auch wieder den typischen Xbox-Button in der Mitte, zum Beispiel zum Anschalten der Konsole oder eben zum ins Systemmenü wechseln. Digi-Kreuz ist ganz cool, ganz gut geworden. Nicht mehr so eine ekelhafte Wanne wie beim ursprünglichen Controller, sondern auch so mit so ein bisschen, hier so ein bisschen Mikroschaltern. Ist deutlich besser als beim Vorgänger, aber trotzdem nicht ganz so gut wie bei der PlayStation 4. Aktionstasten, Analogstick, kennt man alles so. Unten ein extra Anschluss für die Headsets. Da ist es wieder mal so, Microsoft hat den Anschluss verändert, um die Qualität der Headset-Verbindung zu verbessern. Ist natürlich doof, weil die alten Headsets nicht mehr funktionieren. Es soll aber eventuell Adapter geben. Bringt aber letztendlich keinem was. Da sollte man sich ein neues dann zulegen oder eben das mitgelieferte benutzen. Und auf der Rückseite wird es dann schon ein bisschen interessanter, weil hier ist letztendlich das Verbindungskabel zum Laden. Aufgemerkt, ganz wichtig, bei Microsoft gibt es keinen verbauten Akku, sondern man hat hier wieder so ein Batteriefach und muss da eben entweder normale Batterien reinmachen oder Akkus und die werden dann geladen. Das finde ich schon ein bisschen oldschool und ein bisschen doof, ehrlich gesagt, auch wenn man selber Batterien kaufen kann, es wäre ein eingebauter Akku schon deutlich besser gewesen. Außerdem, und das ist eigentlich das Beste an diesem ganzen Controller, gibt es hier diese neuen Schultertasten und die können jetzt vibrieren und auch Widerstände wiedergeben in Spielen, zum Beispiel bei Forza oder so, wenn man Gas gibt, fangen die so an, ein bisschen so Gegendruck zu erzeugen. Das ist schon ziemlich cool, weil das ist ein bisschen was Neues, so Force-Feedback auf Triggern, das gab es bisher noch nie, ist auch bei den ersten Spielen schon ziemlich cool umgesetzt. Tja, in Sachen Anschlüsse, Äußeres, Controller und so weiter hat jede Konsole ihre eigenen Vorteile und ich mache mich zwar unbeliebt vielleicht damit, aber am Ende des Tages entscheiden die Spiele, welche Konsole die bessere ist und da muss man seinen persönlichen Geschmack mal schauen, was einem im Launchline aber am besten gefällt. Ich finde beide Kisten cool und kaufe mir einfach beide.